So richtig auf Anhieb sichtbar ist er nicht. Er ziert keine Wand. Er hängt nicht mehr oder weniger kunstvoll befestigt von der Decke herunter. Er gibt keinem Ambo und keinem Lesepult eine markante Note. Er steht nicht aufrecht im Raum, weder auf einem Tisch noch auf einem entsprechend hervorgehobenen Sockel. Er liegt vielmehr. Er liegt relativ unscheinbar, unspektakulär und doch wie selbstverständlich auf den Paramenten des Altars, die sich dem Kirchenjahr gemäß mal grün, mal lila, mal weiß oder auch rot färben. Der aus Holz geschnitzte, etwa 30 cm lange und 15 cm breite Jesus, der ist ein Geschenk von unserer Partnerdiözese in Ruanda, von Chokwe. Und dieser Jesus ist ein echtes Unikum. Seine sehr überschaubaren Ausmaße und die Leichtigkeit des Materials, die haben ihn über seinen angestammten Liegeplatz auf dem Altar hinaus zu einem gern gesehenen Gast auch bei zahlreichen Außenterminen gemacht. So ist er des Öfteren bei Hochzeitsfeiern in der freien Natur mit dabei, beim ökumenischen Singen im Nordpark, bei mehr oder weniger improvisierten Feiern in Schul- und Klassenräumen, beim Open-Air-Gottesdienst zum Erntedank im Kleingartenverein. Kurzum, dieser Jesus geht mit. Er geht mit zu den Menschen, ist mit und bei den Menschen und ihren großen und kleinen Feiern des Lebens. In seiner markanten Hand- und Armhaltung verbinden sich wie bei keinem anderen Kruzifix Freud und Leid zu einem tröstlichen und auch sehr zuversichtlichen Miteinander. Unbezweifelbar erinnert er an die Kreuzigung, an den schmerzhaften Weg in den Tod. Er erinnert daran, dass das Leben nicht nur eitel Sonn- und Freudenschein ist, sondern etliche Untiefen, starke Einschnitte und auch Katastrophen bereithält. Genauso offensichtlich und unübersehbar ist aber auch, dass hier nicht nur gelitten und gestorben, sondern vor allem und mehr noch gesegnet wird. Diese ausgebreiteten Hände bringen uns die Gegenwart Gottes näher. Diese segnenden Arme erzählen von dem Glück der Familie, von dem verantwortlichen Umgang mit der Kreatur, von den Früchten des Feldes, von dem Wohl des Körpers und der Seele, von dem materiellen Wohlstand und dem finanziellen Auskommen, von dem Leben in gerechten Strukturen und im Frieden. Im Frieden auch mit jenen Menschen, die in anderen Traditionen, in anderem Glauben, mit einer anderen Kultur zu Hause sind. Die segnenden Hände Jesu machen sinnfällig, dass der Weg Jesu ans Kreuz vor allem ein Weg der Liebe ist. Der Liebe, die uns das Leben in seiner ganzen Fülle erschließen will. Und dass es sich nicht nur lohnt, sondern geradezu ein Glücksfall ist, dass wir uns diesen liebenden Händen Jesu anvertrauen dürfen.